Hallo und ganz herzlich willkommen zu meiner Rezension zu Das Erbe des Magierkönigs, der Aufbruch von Silvana De Mari. Dieses Buch ist im CBJ Verlag relativ kürzlich erschienen, hat 312 Seiten und kostet neu 14,99 €. Meiner Meinung nach ist dieses Buch tatsächlich für recht junge Leser geeignet und auch für junge Fantasy-Einsteiger, denn wir sind hier in einer High-Fantasy-Welt. Es geht um Hania und Mariel. Zunächst einmal um Mariel. Mariel ist die Prinzessin eines fiktiven Königreichs, nämlich das Königreich der sieben Gipfel oder der sieben Berge, irgendwie sowas. Sie ist relativ jung und sie ist unterwegs in einer Nacht, in der es auf einmal stürmisch wird. Da fangen wir an in dem Buch. Und sie kommt nicht mehr nach Hause zurück. Warum und wieso müssen wir selber lesen. Sie findet jedoch Schutz in einer Hütte, doch an dieser Hütte ist auch irgendwas wieder komisch. Was müssen wir dann auch selber lesen? Und ja, wenige Zeit später kommt heraus, Mariel ist auf einmal schwanger. Und wie das sein kann, das überrascht natürlich jeden, denn Mariel hat keinen Mann, Mariel ist noch relativ jung und Mariel sagt auch, sie hat keinen Freund oder sonstiges oder verheimlicht nichts. Und dann kommt der sogenannte Herr der Finsternis ins Spiel. Und das kann ich vorweg sagen, denn da steht auch hinten auf dem Klappentext drauf, dieses Kind ist dann wohl vom Herrn der Finsternis in Mariel gesetzt worden. Und der Herr der Finsternis ist dann in dem Fall der Vater des Kindes. Das wird Mariel erst nach und nach bewusst, dass weiß sie nicht und das vermutet sie nach und nach und kann sich irgendwann dann dessen sicher sein. Und schlussendlich bringt sie ihre Tochter zur Welt. Und ihre Tochter ist eben die erwähnte Hania. Hania ist kein gewöhnliches Mädchen, denn da sie vom Herrn der Finsternis abstammt, hat sie auch ein paar Eigenarten, die, ja, ein normales Neugeborenes oder ein normales Kind eben nicht hat. Und sie ist halt einfach ein bisschen komisch. Mariel sieht natürlich große Gefahr, sowohl durch den Herrn der Finsternis auch als auch durch Hania und möchte ihre Tochter beschützen und flieht mit ihr. Wohin müssen wir selber lesen und warum sie flieht, müssen wir auch selber herausfinden. Ja, Mariel begibt sich mit Hania dann auf eine sehr lange Reise und jetzt kommen wir auch quasi schon zu meinen Eindrücken von dem Buch. Wie gesagt, dieses Buch ist 200 Seiten dick, das ist nicht sehr dick, für ein Jugendbuch oder Kinderbuch finde ich aber völlig in Ordnung. Und die Reise, die in diesem Buch oder der Weg, der in diesem Buch zurückgelegt wird, ist nach meinen Eindrücken sehr lang. Die Zeit, die hier vergeht, ist auch sehr lang, aber ich als Leser hatte nicht das Gefühl, dass sehr viel Zeit vergeht. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass die Protagonisten so lange unterwegs sind. Und ich hatte, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, boah, wir sind schon so weit gekommen, aber du hast gerade erstmal 50 Seiten gelesen und es kommt dir nicht vor, als wäre schon eine große Spanne Zeit vergangen, sondern als wären sie vielleicht gerade ein paar Tage oder vielleicht sogar erst Wochen unterwegs. Das fand ich etwas komisch, da musste man sich schon ziemlich drauf einlassen. Was ich gut fand, und das fand ich wirklich gut, war die Idee und die Konstellation. Sowas habe ich vorher noch nicht gelesen, das hat mir gefallen und ich weiß, dass das ein Kinder-Jugendbuch ist und deswegen erwarte ich auch keine riesige Logik und epische Schlachten und was auch immer. Das erwarte ich überhaupt nicht bei einem Kinder- und Jugendbuch. Und wenn ich das von der Warte sehe, war das ein ganz, ganz tolles Buch, das mich gut unterhalten hat. Ich mochte die Idee, ich mochte die Hintergründe vom Handeln der Personen und ich mochte dann schlussendlich auch das Ende. Das hat mir wirklich gut gefallen, das fand ich ganz toll. Was mich allerdings gestört hat, und das hat mir die Geschichte dann auch so ein bisschen, ja, vermiest oder den Wind aus den Segeln genommen, war tatsächlich der Schreibstil. Denn, ich meine, es ist ein Schreibstil, den kann man locker leicht lesen, den kann man schnell weglesen und man muss nicht lange nachdenken, ja. Aber trotzdem war ich irgendwie teilweise genervt, denn es gab sehr viele Wortwiederholungen, es wurde immer wieder gesagt, ach, diese dumme Gans, oder es wurde immer wieder gesagt, sie weiß das doch gar nicht, oder
Sie ist nicht schlau oder sie ist blöd. Und das ist dann auch schon der nächste Punkt. Erstens gab es nicht nur viele Wortwiederholungen, die mich irgendwann genervt haben, sondern auf dem Klappentext wird auch versprochen, doch Mariel liebt ihr Kind und flieht mit dem magisch begabten Mädchen quer durchs Land. Das verspricht für mich eine Flucht vor irgendwelchen Verfolgern und dass ausgedrückt wird, dass Mariel ihr Kind total liebt, egal von wem dieses Kind ist und ob sie dieses Kind nun haben wollte oder nicht. Sie liebt dieses Mädchen und würde alles für sie tun. Und das verspricht mir dieser Satz auf dem Klappentext, aber das habe ich überhaupt nicht bekommen. Ja, Mariel und Hania waren in Gefahr. Sie wurden stückweise, würde ich sagen, auch verfolgt. Aber es gab keine Person, die von Anfang an oder nichts, ja, keine Person, sage ich einfach mal tatsächlich, die von Anfang an hinter denen her war und denen wieder auf die Schliche kam, sondern es kamen immer andere. Wenn ihr dieses Buch selber lest, dann wisst ihr, wie ich das meine. Und davon, dass Mariel ihr Kind liebt, habe ich nichts gespürt. So wirklich gar nichts. Ich meine, ich weiß, dass Mariel mit Hania flieht, weil sie sie liebt. Das ist einem bewusst als Leser, das ist einem klar. Aber es wurde nie erwähnt und Mariel hat nie gesagt, dass sie das macht, weil sie Hania liebt, weil sie ihre Tochter liebt, weil sie sie beschützen will. Mariel hat nie gedacht, weil manchmal konnte man natürlich dann auch die Gedanken, ne, mitbekommen, sie hat nie gedacht, dass sie ihr Kind liebt. Sie war immer so ein bisschen distanziert, aber mochte sie doch, aber dass sie sie liebt, nee. Das wurde weder gesagt, noch konnte ich das aus dem Schreibstil raus ersehen. Also irgendwie war mir das nicht bewusst. Wenn ihr dieses Buch gelesen habt, dann sagt mir doch mal, ob euch das genauso ging oder ob euch das anders ging. Und das waren die zwei Punkte, also Schreibstil und diese Liebe, die ich überhaupt nicht nachvollziehen oder die ich nicht als Leser, ja, gezeigt bekommen habe. Das waren die Dinge, die mir in diesem Buch so ein bisschen gefehlt haben. Und ich möchte noch was zu Hania sagen. Hania ist ja nun mal die Tochter des Herrn der Finsternis und hat auch einige von dessen Eigenschaften. Und hier steht drauf, es ist ein magisch begabtes Kind. Ja, das stimmt. Sie hat auch einige böse Eigenschaften, denn der Herr der Finsternis ist beim besten Willen keine gute Person, kein gutes Ding, kein gutes Etwas. Es möchte das Böse und den Zweifel in den Menschen sehen. Es möchte halt einfach das Schlechte verbreiten. Und einige dieser Charakterzüge hat auch Hania als dessen Tochter. Das erfahren wir in diesem Buch auch, das sehen wir und das, finde ich, ist relativ gut gemacht worden. Hania allerdings ist die mit den Wortwiederholungen. Das hatte ich am Anfang erwähnt. Sie nennt ihre Mutter jedes Mal du dumme Gans oder warum ist sie so blöd? Und ich denke mir so, warum? Warum? Dieses Buch, es steht hinten drauf, soll zeigen, dass Mariel ihr Kind liebt. Dass Hania sie ablehnt, wurde sehr, sehr, sehr deutlich in diesem Buch. Und das fand ich total schade. Und es hat mich, wie gesagt, irgendwann auch genervt. Dieses Wiederholung, die dumme Gans und wie dem auch sei. Ich fand die Geschichte gut. Die Idee fand ich gut. Was passiert ist, fand ich plätschernd, aber doch gut. Und das Ende hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also für ein Kinder- und Jugendbuch ist es wirklich zu empfehlen. Für jüngere Leser finde ich das sehr schön gemacht. Es ist eine tolle Einsteiger-Fantasy-Geschichte und ich gebe der Geschichte am Ende 3 von 5 Sternen. 3 einfach wegen den erwähnten Punkten mit dem Schreibstil und mit den Wortwiederholungen, die ich irgendwann einfach nicht mehr nachvollziehen konnte. Aber 3 ist dennoch eine gute Bewertung. Das Buch lässt sich super schön lesen. Es, ja, hat mir schöne Stunden gebracht und ich hoffe, euch geht das auch so. Schaut euch dieses Buch mal an, wenn ihr euch für so etwas interessiert. Und falls ihr dieses Buch schon gelesen habt und eine andere oder die gleiche Meinung habt, dann schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Das Buch und der Verlag ist verlinkt, denn ich durfte dieses Buch für den Verlag rezensieren und freue mich unglaublich darüber. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ein anderes Mal.